Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Splatoon 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu Splatoon 3. Wir sind auf den Spuren großer Kunst und ich spiele offenbar hauptsächlich mit dem Hubsprung. Quetscher. Okay, ich muss wirklich mit dem Tentakel arbeiten, aber dafür habe ich ihn wenigstens durchgehend. Also, ich persönlich mag den Tentakel ja eigentlich überhaupt nicht, ne? Also, online nutze ich den nie. Zumindest, wenn ich es vermeiden kann. Wie eine falsche Kiste zerstört. Boah, dann erkenne ich denn, wo die richtige Kiste ist. Welche von denen ist die richtige Kiste? Irgendein Hinweis? Ach, muss es das genau gleiche sein wie das da links? Muss ich ja wirklich höllisch aufpassen. Okay. Denk mal, hier, der muss weg. Das sind die ersten beiden Reihen, wenn ich es richtig sehe. Das heißt, der hier muss bleiben und der Rest hier oben kommt weg. Muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen... Nee, das war genau der Block, der übrig bleiben muss. So Leute, es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe das Bild jetzt genau nachgemacht. 1:1. Es war nicht schwer, es ist halt nur Frimmelarbeit, die unglaublich lange dauert. Deswegen habe ich das jetzt ein bisschen rausgeschnitten. Ach, jetzt kann ich mein Kunstwerk auch nochmal bewundern. Guck mal, dann seht ihr wenigstens, wie das aussieht. An was erinnert mich das? Ach, das ist, glaube ich, der Wels als Block. Wäre das oder Orca? Ich würde eher sagen Orca. Ja, mein Fehler war halt, dass ich erstmal nicht gesehen habe, dass ich copy-pasten muss. So. Wir haben noch 3 Level vor uns. Wir hüpfen jetzt einfach. Nee, warte, 4. Wir haben ja auch noch das Boss-Level. So, Heldenausrüstung, wenn wir sie schon kriegen. Und dann rein ins Getümmel. Hüpfende Widersacher gesichtet. Die Octo-Hüpfer. Oh, deren Kanonen sind fies. Dass sie so rumhüpfen, das stört nicht so wirklich. Dass die so eine richtig breite Angriffsfläche haben, finde ich gemein. Den habe ich jetzt erstmal nicht gesehen. So, lenkt den mal ab. Nicht weiter gefährlich. Ist da eine Kiste versteckt? Nee, aber da ist ein Weg nach oben versteckt.
Easy. Und drüber. Gefahr von oben. Hier zieh den mal an. Ich habe ihn gerade ins Verderben geworfen. Also die Oktohypen sind auf jeden Fall stärker als ihre Vorgänger. Das lässt sich nie abstreiten. Ich finde, dass sie jetzt nicht so schlimm sind. Sie sind nur stärker, aber nicht schlimm. Genau, peilt ihn an und ignoriert mich. Das ist sehr schlau. Jawollo. So, ein höher war noch ein Level. Genau, hier. Und dann noch das Boss-Level. Fast wie Tontauben. Okay, ich soll mit dem Sprenkler arbeiten. Da ist das erste Ziel. Wie soll ich es treffen? Ach so, die werden rübergeschossen. Ist ja wirklich wie Tontauben schießen. 18 Ziele muss ich so treffen. Ah, okay, sie dürfen nur nicht einmal auftitschen. Das ist nicht weiter schlimm. Ich muss sie nicht bedingt in der Luft treffen. Die müssen einfach nur generell getroffen werden, bevor sie durchfliegen können. Oh, die Großen sind fies. Die fliegen aber nicht gleichzeitig. Nur noch 5. Da kommt bestimmt noch einmal ein Großer mindestens. Okay, doch nicht. Ja komm, gib... Boah, der war bis der Letzte, dass der extra Scheiße schießt. Weißt du, der Letzte war wirklich bis... Ich denke, die ganze Zeit, die fliegen schon alle drüber, aber der Letzte denkt sich, nee, ich bin Außenseiter. Ich nehme nicht den Gruppenzwang an. So, er muss da irgendwo noch was finden oder ich muss was finden. Jedenfalls ist hier noch was. In dem Gebiet. Eventuell auch da unten. Wir können natürlich auch erst das Boss-Level machen und dann hier suchen. Ich guck mal, vielleicht findet der von hier oben aus. Nee. Ich werf den mal runter. Auch nicht. Komm, find doch was. Ja, wir machen ein erstes Level hier. Ein Riecher für Reichtum. Ah, da ist Marco. Nee. Okay. Er kämpft mit einem Splatana, wie es scheint.
Wann muss ich den angreifen? Kann ich den High generell. Ach, ich kann den High generell treffen. Warte mal, das kommt mir bekannt vor. Okay, die Klecksbomben. Das kommt mir halt vom Salmoniden-Run bekannt vor. Da gibt es einen Gegner, der macht was ähnliches. Hier ist die Bombe. Okay, der Hai hält was aus. Wo ist Marco? Ah, da. Liegt. Punkt 1. Ey! Ich glaube, der hat meine Fläche kleiner gemacht. Ja, meine Fläche ist tatsächlich kleiner geworden. Erstmal will ich Zeug haben, dass ich mich bewegen kann. Soll da ruhig ein, zwei, dreimal angreifen. Um Gottes Willen. Da war die Tintenpumpe. Ich wollte jetzt Hydropumpe sagen. Muss mal ein bisschen mehr ausweichen. Okay, jetzt kommt wieder das. Ich treffe gerade so nicht. Eigentlich, wenn ich mit der Klecksbombe genau treffe. Mies. Okay. Ein Treffer noch. Um Gottes Willen, noch kleiner. Ich mache übrigens extra den Avatar weg, damit ihr die Sequenz ganz seht. Also ab irgendeinem Punkt geht er in den Sturmangriff rüber und will beißen. Und während der beißen will, kann man ihm eine Bombe in den Rachen werfen. Okay, prallt einfach nur ab. Ach, ich kann ihn auch dann füttern! Ich habe es nur mal ausprobiert, aber ich kann ihn auch, während er diesen Strahl machen will, füttern. Also hauptsächlich, wenn er den Maul in das Maul offen hat, offenbar. Okay, gleich kriege ich wieder eine Möglichkeit. Ries. Und besiegt. Zumindest müsste es besiegt sein. Ich glaube, den Hai geht's nicht gut. Vier Minuten haben wir gebraucht. Und wir kriegen drei Anchoviums. Okay. Wir haben jetzt noch einen Schatz. Guck mal. Katzenfisch redet mit uns. Sucht's. Hallo, Opa.
Okay. Besser leise schreien. Ja, man muss die Titel ja respektieren. Herr Bär. Oh, der Besitzer der Bär GmbH? Hm. So, wir gehen jetzt erstmal über das hier wieder dahin. Und wir suchen jetzt erstmal noch das letzte verschollene Item hier. Wir wissen ja, dass es in der Gegend hier ist. Eine Ewigkeit später. Oh Leute, es hat jetzt eine Weile gedauert, aber ich habe es endlich gefunden. Ich habe den 50 Mal dahin geworfen, den Kleinen, und der hat es nicht gefunden. Es hat so oft gebraucht. Also, ich weiß nicht, warum der das nicht finden wollte. Jedenfalls war es auf jeden Fall buggy. So, Upgrades. Wir können uns hier das nächste leisten. Kostet nur 5 Anchovium. Jo. Kann ich jetzt wieder ein paar Upgrade-Punkte ausgeben. Jetzt haben wir auch Kühling-Bomben und eventuell auch direkt noch Insta-Bomben. Ja, jetzt haben wir alle Arten von Bomben. Und ich kann sie auch noch direkt aufwerten. Und glaube ich, dass es trotzdem jetzt hier wieder so knapp am Ende mit den Punkten wird. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch mal so viel kostet. Insgesamt 22 brauche ich noch mal. Okay. Kann man mitarbeiten. Na gut, bevor wir jetzt hier aber noch Schluss machen, gucken wir uns noch Lok 4 an. Den mache ich auch eben kurz. So. Jahre von Wohlstand und Wachstum vergingen. Die Menschheit in Alterna gedieh und mehrte sich. Beständig und unaufhaltsam wie die Wogen des Meeres. Die erkorenen Wissenschaftler, nun in ehrenergraute Weise, blickten zufrieden auf das, was sie geschaffen hatten. Wahrlich, ihr Wirken hatte Alterna und jenen, die dort leben, Glück, Wohlstand und Fortschritt beschert. So erwählten sie jene, die an ihrer Stadt das Los der Menschheit bestimmen sollten, und vertrauten ihrer Führung jene Welt an, die sie unter Schweiß und Tränen erschaffen hatte. Und die jungen, neu ernannten Anführer standen ihrem weisen Vorgänger nichts nach. Auch in ihnen loderte ein unstillbares Verlangen nach Wissen, Weisheit und neuen Horizonten. Sie gehörten jener Generation an, die in Alterna geboren war. Und keiner von ihnen wollte schlicht und im Schatten jener ruhen, die in sie ihre Rolle zu verdanken hatten. Doch je mehr sie den kürzlichen Flüssigkristallhimmel erblickten, der ihre Welt überdachte, desto gewaltiger wurde ihr Verlangen. Erkunden, was sich jenseits seiner Grenzen verbarg. Das ist ein schönes Bild. Die ergrauten Weisen gewahrten der schrecklichen Welt außerhalb der Grenzen Alternas, mahnten die wildentschlossenen Jungen zur Zurückhaltung. Ihr Wahn war indessen vergebens. Unbeirrt arbeiten die Jungen an einem Alterna zu verlassen, einer gewaltigen hochmodernen Weltraumrakete. Auch am Tag des Starts geschah etwas das Unfassbare. Die Feuer der Triebwerke waren Zündflammen eines schrecklichen Unglücks. Die gewaltige Energie der Raketentriebwerke überlud die Flüssigkristalle, die die gesamte Höhle bedeckten, und leitete eine höllische Kettenreaktion ein. Unverhofft und unerwartet begann das Gewölbe einzustürzen, und Massen von Geröll stürzten auf die Menschheit herab. Alternas letzte Bastion der einst so stolzen Menschheit war des Todes. Und selbst jene, die dem Untergang
und fliehen konnten, dürften ihr Glück nur noch wenige Tage genießen. Okay. Aeterna hat eine sehr dunkle Vergangenheit. Aber hey, wir haben jetzt Curling und wir haben Instabomben auf der Map. Das ist doch praktisch. Und unsere Heldenwaffe ist ein bisschen stärker. Ja. Es fehlen jetzt dann damit nur noch zwei Gebiete. Soweit ich das von der Karte her richtig einschätze. Wir haben bis Traumland-Deponie alles erledigt bisher. Es fehlt jetzt nur noch 5 und 6. Dann haben wir den Story-Modus fertig. In Sektor 5 wird uns kein Bosskampf erwarten, aber in Sektor 6, das wird wahrscheinlich der Manta werden. Bin gespannt, wie der Bosskampf wird. Und dann sind wir auch wahrscheinlich schon fertig mit dem Story-Modus. Den Weg kann ich ja schon mal aufmachen. Und dahingehend holen wir dann beim nächsten Mal. Ihr könnt ja so aus der Ferne schon sehen, dass da hinten die Post abgeht. Ja. Wenn es euch gefallen hat, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.